Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Wir haben voraussichtlich die mittelatlantische Lücke jetzt beendet hier als historische Mission. Und ja, wir schreiben den 5. Juni 1943 und das ist auch einigermaßen realistisch, denn Mitte des Jahres 43 oder ja, zweite bis dritte Quartal 1943 wurde die mittelatlantische Lücke durch die Alliierten dann auch tatsächlich geschlossen. Also wir sind, was das Datum angeht, gar nicht mal so falsch hier unterwegs. Ja, ich kann jedem nur empfehlen, ich habe schon mal ein Special zu der mittelatlantischen Lücke gemacht. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, worum es da geht, dann habe ich unten in der Videobeschreibung nochmal dieses Special verlinkt. Da geht es um eine Folge des Let's Plays von U-Boat, wo ich die ersten, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war, die ersten 10 Minuten der Folge dieser historischen Begebenheit gewidmet habe. Dort ein, ich sag mal, eine Mini-Dokumentation erstellt habe. Ja, möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen. Wie gesagt, ich habe unten in der Videobeschreibung die Folge nochmal verlinkt. Dort ist dann am Anfang der Folge, wie erwähnt, eine kleine Dokumentation von mir erstellt worden. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach La Rochelle in dieser, ja, in diesem abendlichen Sonnenuntergang, wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, grafisch kann sich U-Boat schon wirklich sehen lassen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie toll der Seegang und die Grafik geworden ist. Da haben die Entwickler mit den letzten Updates nochmal eine schöne Schippe draufgelegt. Ja, ich bin echt begeistert. Eine richtig schöne Seefahrerromantik hier. Wunder, wunderbar. Gut, aber damit wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten. Wir wollen wieder zurück zum Hafen. Und normalerweise würde ich es ja eigentlich so machen, dass ich sage, okay, 1800 nautische Meilen hier, das werde ich jetzt mal alleine abrocken und werde euch dann ins Spiel wieder mit reinnehmen, wenn wir kurz vorm Hafen sind oder wenn irgendwas passiert ist. Aber wir wissen, dass erstmal die mittelatlantische Lücke jetzt langsam aber sicher geschlossen ist, die Briten und die Kanadier und auch die Amerikaner wieder mit Flugzeugen hier dieses Gebiet abdecken können. Und auch hier vor La Rochelle selber im Golf von Biscaya ist mittlerweile sehr, sehr viel los. Und darum habe ich gedacht, kommt, ich nehme euch jetzt einfach mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt irgendwas passiert, ist gar nicht mehr so gering. Lasst uns das einfach gemeinsam machen. So lange dauert das ja jetzt nun auch nicht. Und ja, schauen wir einfach mal, ob irgendetwas passiert. Melde mich zum Dienst. Diesel, Luft, da brauchen wir uns überhaupt gar keine Gedanken drum machen. Luft ja sowieso gar nicht, wir sind ja aufgetaucht. Diesel, wir haben ja vor kurzem erst aufgetankt bei der Milchkuh in der letzten Folge. Im Dienst. Also da ist alles im grünen Bereich. So, da haben wir sogar bald schon die Hälfte hinter uns. Und jetzt können wir langsam aber sicher auch mit feindlichen Flugzeugen rechnen. Melde mich zum Dienst. Aha, da geht's auch schon los. Sogar sehr, sehr nah dran, das Ganze an uns. Flugzeug entdeckt, wir geben direkt mal den Funkspruch ab. Und durch den Funkspruch, habt ihr das gesehen, hat er uns sofort entdeckt. Das ist so interessant, wenn man sowas beobachten kann. Sehr, sehr cool. So, und dann schauen wir mal, mit was haben wir es denn hier zu tun. Wir können uns das Flugzeug noch nicht genau angucken. Tja, abtauchen. Ich würde sagen, schauen wir mal, können wir den vom Boot aus sehen? Der müsste dann hier irgendwo sein. Ja, da oben ist er. So können wir ihn uns angucken. Oh, was war denn das jetzt? Da ist er. Mit was haben wir es denn hier zu tun? Es ist tatsächlich ein Bomber. Ja, das könnte uns extrem gefährlich werden. Wir werden mal auf Nottauchen gehen. Ich glaube, da sind wir. Wir fahren jetzt einfach mal sicher. So. Und dann hoffe ich, dass wir rechtzeitig runterkommen mit unserem Hintern. Ja. Tanks werden bewässert. Bewässerung ist abgeschlossen. Dann kann es sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. Der macht hier noch seine Kreise. Der wird jetzt aber gleich zum ersten Angriff ansetzen.
da sind wir aber auch schon verschwunden. Okay, wir werden die Tiefe mal anpassen. Ich glaube, es reicht, wenn wir hier auf 30 Meter gehen. Ja, Satz mit X, das war nichts für dich. Geht er trotzdem nochmal zum Angriff über, auf die letzte Position. Sieht danach aus. Ja, er wirft tatsächlich Wasserbomben. Schauen wir mal. Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht getimed. Aber die dürften... Ja, die sind nicht nah genug an uns dran. Die haben wahrscheinlich ein bisschen das Boot zum Vibrieren gebracht. Aber danach war wieder alles gut. Und wir gehen weiter unter. Warum gehen wir weiter unter? Ich habe doch gesagt 30 Meter, Leute. Warum geht das Boot weiter unter, Leute? Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nee, wir kommen wieder hoch. Okay, ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Aber alles gut. Dann fahren wir da mal so weiter. Ich muss mich ausruhen. So, jetzt sind wir schon im nächsten Planquadrat. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder zurück auf Periskoptiefe. So müde. Und jetzt haben wir auch wieder 21 Uhr. Und es ist ziemlich düster draußen. Mit Regen und Gewitter. Ich denke, jetzt können wir tatsächlich nochmal wieder auftauchen. Es werden uns keine Flugzeuge behaken bei so einem Wetter. Fahren wir weiter. Melde mich zum Dienst. Ich warte nur darauf, dass die nächste Meldung mit dem Flugzeug kommt. Aber nein, diesmal nicht. Wir haben schon wieder Nacht. Nacht ist immer gut für uns. Und da haben wir es auch schon geschafft. Dann legen wir den Kurs auf den Hafen. So. Wobei, so richtig in Sicherheit können wir uns immer noch nicht fühlen. Wir wissen ja, was in der vorletzten Folge passiert ist, oder in der vorvorletzten Folge, als uns hier eine Gruppe Bomber in der Bucht von La Rochelle angegriffen hat. Ich glaube, das wird jetzt immer öfter passieren. So, da sehen wir den Hafen. Steuern wir mal so rein und dann so. Wunderbar, dann gehen wir mal auf langsame Fahrt runter und parken unser U-Boot ordentlich ein. Kleine Fahrt. Und da haben wir es geschafft. Leute, das war wieder eine sehr erfolgreiche Mission, würde ich sagen. So. Das erste, was wir tun, ist natürlich unsere Mission abgeben. Sehr beeindruckt von unserer letzten Feindfahrt. Und Walter Koss erhält Punkte für das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Wer kommt als nächstes? Wolfgang Ebeling. Weil er einen kritischen Wassereinbruch im Bug-Torpedoraum gestoppt hat, bekommt auch 3 Punkte. Johann Prastorf bekommt das U-Boot-Kriegsabzeichen in Bronze, weil er an 15 Kriegspatrouillen teilgenommen hat. Sehr schön. Wir beglückwünschen ihn. Und er bekommt auch nochmal 3 Punkte für das Deutsche Kreuz in Gold, weil er auch einen kritischen Wassereinbruch bekämpft hat. Und dann bekommt noch Bernhard König, unser neuer Mann als erster Offizier, das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Ja, auch dazu beglückwünschen wir ihn herzlich. Eine ehrenhafte Auszeichnung. Und das Eiserne Kreuz erster Klasse bekommt er auch. Wahnsinn, für wiederholte Tapferkeit in der Schlacht. Und das Deutsche Kreuz in Gold bekommt er auch. Meine Güte, der Mann ist ja nach der ersten Feindfahrt hoch dekoriert. Wahnsinn. Ja, wir beglückwünschen ihn.
Er hat ja auch einiges geleistet, wie man hier sieht. Und er hat ja auch die Torpedo-Ziellösung auf die Illustrious errechnet. Ja, okay. Interessant. Und was kommen wir als Kommandant? Wir bekommen wieder einige Punkte für unser Ritterkreuz mit Schwertern und Diamanten. Sehr schön. Und auch wir bekommen das U-Boot-Kriegsabzeichen in Bronze für 15 Kriegspatrouillen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Black Pit abgeschlossen oder noch nicht? Tatsächlich noch nicht. Leute, ich hätte echt damit gerechnet. Ich hätte echt damit gerechnet. Na gut. Ja, dann werden wir die Black Pit nochmal machen. Ich meine, es gibt ja immer noch was zu holen dort. Jetzt gucken wir mal, Empire Prince war das erste Schiff, was wir versenkt haben. Danach kam die MF Goya, dann kam die Flandria, dann kam die Fram, dann kam die Owen. Ja, das war es aber auch an zivilen Frachtern, aber an Kriegsschiffen war es das nicht. Wir haben noch die Dido-Klasse Kreuzer versenkt, wir haben die Illustrious versenkt, ein unglaublich großer Erfolg, und wir haben noch die Bittersweet, eine Flower-Class-Korvette versenkt. Ja. Und nicht zu vergessen, wir haben noch drei Flugzeuge versenkt, oder vom Himmel geholt. Und insgesamt haben wir 6.281 nautische Meilen hinter uns gebracht und waren fast einen Monat auf See. Wahnsinn. 30.000 Tonnen Tonnage versenkt. Das kann sich wieder mal sehen lassen. Eine sehr, sehr erfolgreiche Mission. Wahnsinn. Okay. Dann gehen wir mal zum Rekrutierungsoffizier. Wir könnten Überlebende übergeben. Das gibt uns auch noch mal einige Punkte. Und da haben wir vier Piloten auch dabei. Wunderbar. Mal gucken, was die an Informationen haben. Beziehungsweise, das können wir natürlich nicht einsehen. Aber die sind bestimmt nicht uninteressant für unsere Aufklärung. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier einige Mali auch, was die Moral angeht. Haben wir Seewölfe entdeckt? Ich glaube nicht. Da würden wir normalerweise die Meldung bekommen. Das ist interessant, ne? Unsere Besatzung ist uns immer noch gänzlich unbekannt. Wobei das eigentlich, ja, eigentlich ja unglaubhaft ist, ne? Also nach 15 Patrouillen weiß der Kommandant immer noch nicht, wie seine Besatzung tickt. Da müssten die Entwickler eigentlich nochmal ran. Das ist schon irgendwo unrealistisch. Ich glaube, nach 15 Patrouillen und sehr, sehr vielen Gefechten auf See kann der Kommandant schon sehr gut einschätzen, welcher Mann gut ist und welcher Mann, ja, auf welchen Mann er ein Auge haben muss. Das finde ich ein bisschen schade. Wie gesagt, da sollte der Entwickler vielleicht nochmal rangehen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir geben unserer Besatzung nochmal einen Urlaub. Das war wirklich eine. Ups, falscher Offizier. Das war wirklich eine anstrengende Mission, besonders wieder einen Monat auf See. Landurlaub. Und diesmal brauchen wir aber nicht weit weg. Wir werden einfach ins französische Feldlager gehen. Das ist doch bestimmt auch ganz in Ordnung. Und wir kümmern uns zwischenzeitlich um die Wiederaufstockung der Ressourcen. Und Lenzpumpe müssen wir auch mal einschalten. So, schauen wir mal hier. Kombüse ist fast leer, nur noch 10 Käse. Oh mein Gott, die Besatzung hatte die letzten Stunden und Tage nur noch Käse. Oh. So, machen wir so. Gemüse 25. Ich meine, die Offiziere müssen ja auch noch was essen. Die sind ja noch an Bord. Zumindest teilweise. Und dann geben wir ihnen noch ein bisschen. Kommt, geben wir ihnen die getrockneten Sprotten. Zumindest sieht das nach Sprotten aus. So, Käse, den verbrauchen wir dann jetzt erstmal. Das ist in Ordnung. Sehr schön. Dann schauen wir uns an, was wir dazu kaufen. Ausrüstung. Drei davon verkaufen wir, um hier ein bisschen mehr Platz zu haben. Und kaufen dafür stattdessen weitere Lebensmittel ein. Obst ist immer gut. Wir stocken unsere Sprotten auf 100. Wir stocken unsere Würstchen auf 100. Und das Gemüse auf 100. Davon können wir nichts mehr aufstocken. Da haben wir ein bisschen was verbraucht. Hier haben wir nichts mehr verbraucht.
Kraftstoff füllen wir auch auf. Torpedos. Oh, T2 mit verbessertem Zünder. T1 mit verbessertem Zünder. Und dann war es das auch schon. Wir werden auch mal noch einen T5 mitnehmen. Werden dafür... T1 verkaufen. So. Okay, haben wir das auch? Hier brauchen wir auch nichts mehr. Schnelle Nummer. Dann lassen wir den Urlaub vergehen und die Ressourcen an Bord bringen. Wunderbar. Da haben wir es. Urlaub beendet. Alle sind wieder da. Haben wir eigentlich jemanden aus der Besatzung verloren? 17 von 18. Ja. Holen wir uns einen neuen. Willi Fischer. Ja, der sieht relativ vielversprechend aus. Was heißt vielversprechend? Er hat gute Kompetenzen, weil er, ja, er begann eine Lehre als Schmied. Seine Mutter erzog ihn alleinerziehend. Er ist sehr sportlich, er hat große Fahrradtouren hinter sich gemacht, zahlreiche Radtouren. Und er wollte sowieso Seefahrer werden, hat sich dann bei Kriegsbeginn aber zur U-Boot-Waffe gemeldet. Ja. Sieht doch interessant aus. Den nehmen wir mit. Und ist auch direkt eingeteilt worden. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal an, was wir als nächste Mission auswählen können. Und wir haben eine neue Mission dazu bekommen. Die Entscheidungsschlacht im Atlantik. Okay. Black Pit können wir an dieser Stelle gar nicht auswählen. Das ist ja interessant. Wir haben hier noch eine Patrouille vor Amerika. Schwierigkeit hoch. Und das Schlachtschiff Revenge wurde kürzlich in diesem Gebiet gesichtet. Oh Leute, das ist interessant. Mutmaßliche Anzahl von Schiffen ist aber gering. Na, ich weiß nicht. Bergung von Gold haben wir auch immer noch. Ein deutsches Schlachtschiff, Frachtschiff, wurde auf dem Weg von Nordafrika nach Korsika von den Alliierten versenkt. Die Frachträume des Schiffes waren mit Gold und Wertgegenständen beladen. In Anbetracht dieser wertvollen Ladung hat das Oberkommando der Kriegsmarine einen Plan zur Bergung der Ladung erarbeitet. Da das Gebiet häufig von alliierten Kriegsschiffen patrouilliert wird, kann dieser Einsatz nur durch ein U-Boot durchgeführt werden. Dieser Einsatz ist nur für den mutigsten und erfahrensten Kapitän unserer U-Boot-Flotte vorgesehen. Okay. Ja, wir brauchen einen Taucher. Das ist soweit klar. Schwierigkeitsgrad ist hoch. Ich würde das gerne mal machen. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ist das eine historische Mission oder ist das eher, ich sag mal, einfach nur eine interessante Mission, die von den Entwicklern eingebaut wurde? Ich denke aber mal, das ist vielleicht mal eine nette Abwechslung von den ganzen Patrouillenfahrten, die wir letzte Zeit gemacht haben. Ich glaube, wir werden das mal machen. Ja, und ich werde da mal recherchieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine historische Mission ist, wie erwähnt. Wenn dem so ist, dann werden wir in der nächsten oder in der übernächsten Folge dann ein weiteres Special erleben. Wie gesagt, ich muss das aber erstmal recherchieren, ob das wirklich irgendwie historisch belegt ist oder ob es da Infos gibt. Mal schauen. Wir werden die Mission mal machen. Hoher Schwierigkeitsgrad hört sich interessant an. Wir kriegen da eine weitere Milchkuh, was auch gut ist. Nehmen wir die einfach mal. Und vor allen Dingen wird es sowieso spannend, weil wir durch Gibraltar müssen. Und als zusätzliches Gimmick werden wir dann vielleicht mal den Hafen von La Spezia nochmal anlaufen, um
Diesel zu tanken und möglicherweise endlich mal einen Zerstörer der Klasse 1936 zu sehen. Den haben wir ja auch immer noch nicht gesehen. Also diese Mission bietet sich wirklich an, einiges Potenzial zu haben. Sagen wir es mal so. Okay, sehr schön. Dann hält uns, glaube ich, nichts daran, auszulaufen. Und was wir jetzt gerade sehen, ist auch interessant. Die Wehrmacht wurde bereits aus Afrika vertrieben. Jetzt müsste, ich bin mir gar nicht sicher, wann die Invasion begann. Aber Sizilien wurde ja auch 1943 schon angegriffen und erobert. Das dürfte denn jetzt bald passieren. Schlacht im Mittelmeer. Achso, das haben wir abgeschlossen. Das war die historische Mission. Ja, okay. Legen wir los. Kleine Fahrt voraus. Alles bereit. Ordnen wir das Personal schon mal zu. Ja, wir können ruhig hier oben rausfahren. Das ist nicht so wichtig. Wo wir langfahren. Da haben wir es schon geschafft. Gehen wir auf langsame Fahrt. Und was kommt denn hier unten an? Das ist doch bestimmt wieder ein U-Boot. Ich hoffe immer, dass wir mal so einen Zerstörer sehen. Aber mir wurde ja schon in den Kommentaren von euch gesagt, die sieht man eigentlich nur, ja, und hier ist wieder ein U-Boot, im Mittelmeer. Deswegen bin ich da jetzt auch so scharf drauf, dass wir im Mittelmeer vielleicht sogar mal das Spezie anlaufen. Um die Dinger zu sehen. Dort haben wir einen weiteren Sichtkontakt. Wird auch wieder ein U-Boot sein. Ja. Dem ist auch so. Halbe Fahrt voraus. U-1170 dreht hier seine Kreise. Wer weiß, was die gerade treiben. Ruderanlagen, Erprobung oder so. Sehr schön. Und da sind wir auch schon raus. Dann werden wir erstmal in die Richtung verlegen. Mit halber Fahrt, das reicht locker. Fahren wir relativ nah an der Küste entlang, würde ich sagen, in Richtung Gibraltar. So, erstmal in Portugal und Spanien vorbei. Melde mich zum Dienst. Gucken, was hier in Gibraltar los ist. Vielleicht können wir ja da schon mal ein bisschen für Terz sorgen. Melde mich zum Dienst. Flugzeug in Sicht. Okay, Wassertiefe sind über 1000 Meter. Ah nein, ich kann es nicht abbrechen, Leute. Das war jetzt reflexartig. Das war ein Reflex. Ich wollte es eigentlich gar nicht senden. Ja, Alarm tauchen. Das Flugzeug hat uns aber ohne die Sendung schon bemerkt. So, schauen wir mal. Das werden wir mit Sicherheit dann hier schon irgendwo sehen können. Nee, noch nicht. Mein Gott, unsere Ausgucks haben wirklich extrem gute Augen. Ich sehe hier gar nichts. Außer den einen oder anderen Fussel auf meinem Bildschirm. Auf 12 Uhr. Da ist er. Wieder ein britischer Bomber, der jetzt schon zum Angriff... Oh oh. Leute, ups. Raus aus dieser Kamera. Und aufstoppen. Aber die waren zu weit weg. Wir gehen wieder mit der Fahrt an. Die haben uns nicht erwischt. Mein Gott, der hat uns gesehen und ging direkt zum Angriff über. Aber wir sind unter Wasser. Wir sind erstmal safe. Und wir haben hier Schiffsschrauben. Oh, Leute. 16 bis 37 Schiffe. Na, da hol mich doch der Teufel. Das ist ja Wahnsinn.
Die fahren in Richtung Gibraltar. Okay. Ja, Leute, ich glaube, da wären wir schön blöd, wenn wir uns die durch die Lappen gehen lassen, zumindest für ein oder zwei Angriffe. Ja, was für ein Zufall. Werden wir mal hier hinfliegen, aber erstmal müssen wir hier von dem Flugzeug wegkommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier die ein oder andere Begegnung tatsächlich noch haben werden. So, wir gehen wieder auf Periskoptiefe. Weitere Meldung: Flugzeug entdeckt. Okay, senden wir mal raus. Ja, hier werden jetzt ein paar mehr Flugzeuge sein. Da sind sie nämlich schon wieder. So, sieht man uns? Lass uns mal das prüfen. Wir sind ja auf Periskoptiefe. Und ja, man sieht uns ganz, ganz deutlich. Wir werden mal hier ihm befehlen, das Ding einzufahren. Beziehungsweise, wir poppen ja hier richtig aus der Wasseroberfläche raus. Tiefensteuerung verbessern. Wir gehen vielleicht auch mal auf 10 Meter runter. Aber da sind wir auch schon verschwunden. Und er scheint einfach weiter zu fliegen. Er macht keine Anstalten, irgendwie zum Angriff überzugehen. Okay. Ja, die kennen wir schon, die große Gruppe. Ja, hier ist natürlich jetzt einiges los. Wir werden jetzt mal mit dem Schnorchel weiterfahren, in der Hoffnung, dass wir schnell genug sind, um diesen Verband einzuholen. Ja, sind wir nämlich nicht. Die fahren auch 7 Knoten. Tja, wir müssen auftauchen, wenn wir die einholen wollen. Und wir sehen direkt wieder Flugzeuge. Und. Oh. Der geht direkt zum Angriff über. Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich glaube nicht, dass der uns treffen wird. Dazu wirft er die viel zu früh ab. Wir werden erstmal den Kompressor einschalten, den Schnorchel wieder einfahren. Und dann wird der Kommandant hier schnell an die Lack gehen. Ah, so weit sind die gar nicht weg. Ah, die detonieren gar nicht. Hat er da Blindgänger abgeschossen? Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Ah, wir treffen ihn nicht, Leute. Wir können ihn nicht ins Ziel nehmen. Kommt er noch mal wieder? Ist jetzt die Frage, dreht er noch mal um? Nee. Da kommt aber direkt das nächste Flugzeug. Oh, Leute, Gibraltar ist wirklich extrem gefährlich geworden. Wir drehen mal ein Stück weit. So, da kommt er. Was haben wir hier? Das ist ein Aufklärungsflugzeug. Leute, wir müssen hier wirklich bald. Also, wir können hier nicht mehr aufgetaucht fahren. Wo haben wir ihn? Da ist er. Können wir den überhaupt von hier treffen? Bin mir gar nicht so sicher. Versuchen es einfach mal. Und danach, ja, ich glaube, wir können den Angriff auf den Konvoi, das wird nicht funktionieren. Wir können ja nicht mit äußerster Fahrt oder mit großer Fahrt
Stunden lang mit unserem E-Motor fahren. Wir könnten natürlich auch, wie ich das eben schon versucht hatte, mit dem Schnorchel weiterfahren. So, jetzt drehen wir mal. Wir machen mal hart Backbord. Halbe Fahrt ist okay. Beziehungsweise, nee, brauchen wir gar nicht. Wir fahren wieder null. Der wird jetzt gleich auf dieser Seite auftauchen. Hoffe ich zumindest. Anderes Flugzeug haben wir noch nicht in Sicht. Kommt er auf uns zu. So, nachladen. Den kriegen wir, Leute. Wunderbar. Der wirft auch nichts mehr ab. Den haben wir abgeschossen. Das hat er davon. Sehr schön. Okay. Ja, das wird natürlich jetzt eine extrem knifflige Mission, Leute. Das steht für mich jetzt schon fest, zumindest durch Gibraltar zu kommen. Aber die Mission war ja auch nicht umsonst als extrem schwierig gekennzeichnet oder als, ja, Schwierigkeitsgrad hoch. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das schaffen, durch Gibraltar durchzukommen. Das könnte interessant werden. Gut, Leute, wir werden in der nächsten Folge mal probieren, die Piloten hier uns zu holen. Und ja, probieren dann durch Gibraltar zu kommen. Okay, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Mission wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.